Ja, hallo an die rot-blaue Einheit. Kevin Hagemann für euch heute mit dem Waggon von Nur die Liebe zählt. Das ist natürlich Quatsch. Wir sind heute hier mit WSV TV bei der Familie Gerdes und wir werden Vater und Sohn heute die Dauerkarten übergeben. Und kommt doch einfach mal mit rein. Ich möchte euch beide eure personifizierte Dauerkarte heute überreichen. Sean, das ist deine. Danke, vielen Dank. Bitteschön. Ja, freue ich mich natürlich auch nächste Saison bei den Heimspielen des WSV und auch Auswärtsspielen wieder dabei zu sein, wie das schon seit einigen Jahren so ist. Freue ich mich sehr. Hoffen wir auf eine erfolgreiche Zeit. Und Dirk, hier ist deine Dauerkarte. Danke, vielen Dank. Das finde ich richtig toll, dass ich jetzt die Karte vorbeigebracht kriege. Ich habe ganz früh die Karte bestellt, um unter den ersten 100 zu sein. Und habe gesagt, komm, die Chance ist groß. Und dann kam der Anruf und habe gesagt, ja, ja, dass du noch vorbeikommst, unser Flügelflitzer. Super. Müssen wir nur noch hoffen, dass ich nicht spiele, damit wir auch die Spiele gewinnen. In diesem Sinne, Glückwunsch nochmal und auf eine erfolgreiche Zeit. Welt gesehen, wir waren hier und so. Und überall, da war es schön und trotzdem waren wir froh. Benefit, es geht nur Hus, du Heiner Wuppertal. Zu Hus ist eben doch zu Hus und Heimweh ist ein Qual. Wir sind Wuppertaler. Das war, glaube ich, 2003, 2004. Da müsste ich dann so 10, 11 gewesen sein, die Ecke rum. Das passt ungefähr, ne? Ja, ich kann mich an Oliver Kahn erinnern, von dem war ich ein ganz großer Fan. Das war so Hauptgrund, ah, Oliver Kahn kommt ins Stadion. Ich glaube, das Spiel haben wir damals 3-5 zwar verloren, aber es war ein sehr gutes Spiel. Ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr an alles erinnern. Aber wie er schon sagt, seitdem sozusagen infiziert, häufiger gegangen. Und dann war ich schon fast der, der gesagt hat, Papa, können wir nochmal ins Stadion, nochmal ins Stadion, nochmal ins Stadion. Und so waren wir dann quasi bei jedem Heimspiel, auswärts noch nicht, als ich so klein war, das kam erst später, aber jedes Heimspiel habe ich da gerne besucht, interessiert geguckt und so ist das bis heute geblieben. Oh, ganz schwierig, ganz schwierig. Da muss ich schwer über. Wenn du noch weißt, dann. Ich weiß das. Das erste Auswärtsspiel, das war in der Saison, wo wir das erste Mal leider in der fünften Liga antreten mussten und das war bei Kapellen Erft. Wenn man das einmal gemacht hat, auswärts, das ist nochmal ein anderes Feeling als heim, das muss man sagen. Wenn man da zwischen den Ultras steht, ich habe einfach das Gefühl, dass ich auswärts den Verein aktiv mit meiner Stimme mehr unterstützen kann als zu Hause. Das muss ich sagen und das macht auch gerade nochmal den Reiz aus. Natürlich da auch mit den Leuten zu stehen, die den Verein wirklich toll supporten und das immer super hinkriegen und davon einfach ein Teil zu sein für den Verein. Wir machen gerne oben an der Nordseeküste Urlaub und im Zweifelsfall kommen wir dann auch mal eben 360 Kilometer runtergefahren, um WSV gegen Aachen spielen zu sehen zum Beispiel. Und fahren dann wieder nachts da hoch. Das, der ein oder andere sagt, ihr seid ja verrückt. Ja, wir sind verrückt nach dem WSV. Kann man so stehen lassen. Und würde ich auch immer wieder tun. Machen wir auch immer wieder.